Dieser Tag prägte Leben. Today we've had a national tragedy. Schrieb Schicksale und Biografien. Er hinterlässt Spuren bis heute. Kaum will wieder irgendein Minister irgendwo irgendeinen neuen Kontroll- oder Überwachungsmechanismus einführen, dann braucht man nur 9/11 sagen. Matthias Bröckers stellt in 3 Sachbüchern die offizielle Version der Vorgänge rund um 9/11 in Frage. Ich hatte im Mai 2001 angefangen, ein Buch zu schreiben über Verschwörungen und Verschwörungstheorien. Und an dem Morgen des 11. September hatte ich mir gerade notiert, Verschwörungstheorien haben den großen Effekt, dass sie komplexe Zusammenhänge auf einfache Ursachen reduzieren. Ich habe dann den Fernseher eingeschaltet und eigentlich, ich würde mal sagen, wie der ganze Rest der Welt erstmal staunend und auch erschrocken davor gesessen. Was mir dann aufgefallen war und was mit der Notiz, die ich mir gerade ein paar Stunden vorher gemacht hatte, zusammenhing, das war, dass schon, ich glaube, es waren so circa 50 Minuten, die Türme standen noch, zum ersten Mal der Name Osama bin Laden als möglicher Täter fiel. Fragen, ob das denn alles stimmt, was die US-Regierung verlautbart zu dem Verbrechen, die wurden überhaupt nicht gestellt. Und da saß ich dann, und das war für mich wirklich und ist bis heute irgendwie das einschneidendste Erlebnis, dass ich sage, das kann ja alles gar nicht sein. Bei meinen Recherchen bin ich dann auch relativ schnell auf ein Papier gestoßen, was ein Jahr vor dem September 2001 von einem Think Tank in USA veröffentlicht wurde, wo alle die oder fast alle die, die jetzt in der Regierung saßen, ein Strategiepapier geschrieben hatten, wie Amerika sich im 21. Jahrhundert positionieren muss, um den Status der einzigen Weltmacht zu halten. Und das nur gehe, wenn man das Militär und die Präsenz, die globale militärische Präsenz der USA weltweit verstärkt, dass die notwendige Unterstützung in der Bevölkerung dafür aber nicht zu gewinnen sei, es sei denn, Zitat, es geschieht etwas wie ein neues Pearl Harbor. Seit 10 Jahren recherchiert Matthias Bröckers zu 9/11 und macht sich damit mehr Feinde als Freunde. Der 57-Jährige wird kritisiert und attackiert. Er sei gegen die USA, Antisemit, ein Verschwörer. Ich habe natürlich jetzt meinen schlechten Ruf sozusagen als Verschwörungstheoretiker kassiert. Aber mittlerweile bin ich da ein bisschen entspannter, weil ich gemerkt habe, wenn ich mich da weiter aufregen würde, dann ist es tatsächlich so ein Kampf gegen Windmühlenflügel und den kann ich nur verlieren. Matthias Bröckers erstes Buch erschien ein Jahr nach den Anschlägen in 33 Auflagen. Es gibt Anfeindungen. Der Vorwurf, er verdiene an 9/11. Also Geld ist da wirklich erst in zweiter, dritter Linie ein Motiv gewesen für mich. Obwohl, wenn jemand von einem Buch 150.000 Stück verkauft, ist es naheliegend, dass andere das sagen. Aber ich will jetzt nicht auch die nächsten 30 Jahre oder 20 oder wie lange ich noch lebe, als 9/11-Experte durch die Welt segeln und über gar nichts mehr anderes reden als über Herrn Bin Laden und Herrn Atta. Nee, also das ist jetzt eigentlich gut. Ich habe über 1000 Seiten geschrieben. Ich habe nicht die Hoffnung und nicht den Optimismus, dass das jetzt innerhalb der nächsten 1, 2, 3, 5 Jahre dazu führt, dass der Fall wirklich neu untersucht wird. Die gerichtliche Untersuchung fordert er auch in seinem neuen Buch. Das musste bereits 2-mal nachgedruckt werden.